Yes, ladies and gentlemen, boys and girls, was geht ab? Ich bin's, Baschkeks, für euch am Start mit Breaking News, denn im Hause Adidas tut sich was. Und zwar sollen uns doch dieses Jahr 3 weitere Yeezy Days erwarten. Was an der ganzen Geschichte dran ist, auf welche Paare wir uns eventuell einstellen könnten und was der gute Ye so macht, erfahrt ihr wie immer, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt. Ich würde sagen, let's go! Ja Leute, 5 Monate ist es her, als der letzte Yeezy Day, Yeezy Month stattgefunden hat. Ihr wisst Bescheid, letztes Jahr gab es 2 Yeezy Days und es sollte tatsächlich eigentlich noch ein 3. Yeezy Day rauskommen. Aber aufgrund der Konflikte im Nahen Osten hat Adidas sich auch von einem weiteren Yeezy Day letzten Jahres verabschiedet. Spekulation zufolge hat man denn schon gesagt, 2024 wird ein weiterer Drop stattfinden. Denn wie wir alle wissen, ist Adidas momentan nicht so gut zu sprechen auf, sag ich mal, andere Produkte, die jetzt nicht den Namen Yeezy tragen. Nichtsdestotrotz hat Adidas trotz ihren 2 Yeezy Days letzten Jahres 750 Millionen Euro an Umsatz gescheffelt. Daran alleine 350 Millionen im 3. Quartal an Umsatz, nur durch die Yeezy-Kollektion. Heftige Sache. 140 Millionen Euro sollen an der Stelle übrigens auch an Hilfs- und Opferorganisationen der Geschädigten gegangen sein. Ob das alles so stimmt, who knows? Anyway, auf jeden Fall schlummern noch irgendwo Restbestände von den ganzen Yeezys herum, die einen heftigen Preis haben. Und zwar sollen da noch in irgendwelchen Lagern Yeezys im Wert von 300 Millionen Euro rumschlummern. 300 Millionen Euro Yeezys, heftige Sache. Das reicht definitiv für 3 weitere Yeezy Days, die dieses Jahr geplant werden sollen. Dabei ist man sich allerdings noch nicht so zu 100% einig. Das Ganze ist definitiv in der Mache. So viel schon mal dazu. Wie gesagt, die Quellen sind momentan brand new. Ihr könnt das mal irgendwie im Internet verfolgen. Alle reden gerade irgendwie über die vermutlichen Yeezy Drops, die uns dieses Jahr weiterhin erwarten sollen. Das nämlich das Hauptthema, also Yeezy in der Sneakerwelt immer noch, obwohl Yeezy bzw. Kanye Ye nicht mehr bei Adidas ist, eine große Rolle spielt, das wissen wir alle. Egal was dieser Mensch macht, es wird zu Gold. Musikalisch oder auch in der ganzen Modewelt. Leute, was Kanye macht, ist auf jeden Fall nicht von dieser Welt. Machen wir uns nichts vor, der Typ ist einfach eine absolute Legende und wirkt wirklich sehr polarisierend auf seine Art und Weise. Dass der liebe Herr Kanye auch manchmal so ein bisschen fern vom Schuss ist, sage ich jetzt mal, das zeigt auch immer mal wieder sein persönliches Auftreten in manchen sozialen Netzwerken, das wissen wir. Aber alleine auf dem Travis Scott Konzert wisst ihr auch, was dieser Typ für eine heftige Macht hat. Alleine, wo die erste Piano-Taste gedrückt worden ist, wo Travis Scott ihn auf die Bühne geholt hat, waren das absolute Gänsehautmomente. Ich bekomme jetzt schon wieder eine Gänsehaut, wenn ich nur an dieses Video denke. Also wirklich sehr, sehr, sehr heftig, dieser Typ. Und dass Adidas momentan halt auch nicht so gut dasteht, das weiß Adidas, glaube ich, auch selber. Und da machen die auch kein Geheimnis raus. Was ich auch sehr cool finde, ist, dass Björn Golden halt auch bestätigt hat, dass Adidas momentan nicht mehr wirklich Adidas ist. Da haben sie aber auch selber Schuld, denn der Fokus wurde oder die Macht wurde alleine an Yeezy gegeben. Und das ist natürlich für ein Unternehmen sehr schädigend gewesen. Siehe jetzt, wie Adidas dasteht, leider Gottes. Kommen wir noch zu den vermutlichen Paaren, die uns dieses Jahr erwarten sollen. Fangen wir an mit der Gerüchteküche, die letzten Jahres schon stattgefunden hat. Und zwar hat man ganz stark vermehrt über die 750er geredet. Leute, die 750er sind holy und ich habe letztes Jahr schon Angst gehabt, dass die eventuell einen Restock finden werden. Ich hoffe es mal nicht, denn ich habe alle 4 Paare und ey, ich muss euch ganz ehrlich sagen, eins mit der krassesten Sneaker hier in meiner Collection. Wie gesagt, das ist zumindest die Gerüchteküche, das ist halt noch nicht bestätigt, aber da letztes Jahr schon davon geredet worden ist, kann man eventuell davon ausgehen. Wir hoffen es nicht, aber lassen wir uns überraschen. Womit wir definitiv rechnen können, sind safe noch weitere 350 V2s. Also davon gehe ich sowas von aus. Es ist noch so ein krasser Restbestand von 350s auf dem Markt. Ich weiß immer nicht, wie das Ganze zustande kommt. Es hieß immer out of stock, also nirgendwo hat man immer irgendwelche bekommen. Aber Jahr für Jahr gibt es irgendwie immer weitere Yeezy Days und Yeezys gab es immer wieder nochmal als Restock. Sei es der Zebra 8-mal, sei es der und der, selbst der Black Pirate wurde gerestockt letztes Jahr, womit keiner von uns gerechnet hätte, dass die V1s nochmal gerestockt werden. Also könnten wir uns eventuell sogar auf alles Mögliche gefasst machen.
Und auch sehr vermehrt hat man über den Yeezy High 500 Tactical Boot gesprochen, der letztes Jahr schon in Black rausgekommen ist, was auch so ein kontroverser Sneaker war. Wie gesagt, die einen mussten ihn unbedingt haben, die anderen haben ihn total gehasst. Ich bin nicht der 500er Freund und auch nicht als High Tactical Boot. Anyway, Leute, wenn man den cool kombiniert, ja, dann hat das definitiv diese Military Vibes und diesen Military Look. Aber wie gesagt, ich habe ihn letztes Jahr auch nicht eingetütet und deswegen werde ich, wenn dieser Sneaker auch rauskommt, auch nicht kaufen. Vielleicht für ein Unboxing-Video mal gucken. Und wenn wir über Yeezy reden, dann dürfen welche Sneaker Slides nicht fehlen? Ihr habt richtig gehört, Slides, die Yeezy Slides dürfen auch nicht fehlen. Und zwar sollen uns da auch noch sehr, sehr, sehr viele Yeezy Slides erwarten. Unter anderem auch der Yeezy Slide Salt. Der ist letztes Jahr auch nicht erschienen. Und mal gucken, ob der es dieses Jahr auf die Bühne schafft. Das sind halt, wie gesagt, noch viele, viele Colorways, von denen man geredet hat. Es sind viele verschiedene Fotos aufgetaucht, wo man immer gesagt hat, boah, krass, geil, hoffentlich kommen die bald demnächst. Anyway, Leute, die stehen auf jeden Fall auch noch ganz weit oben, also Slides und Foamrunner natürlich. Wie ihr seht, gibt es hier auch nochmal viele Foamrunners, die letztes Jahr nicht erschienen sind, die den Weg 2024 hoffentlich finden werden. Also für die Foamrunner-Community und für die Slide-Community. Gerne in die Kommentare nach wie vor, für welches Team ihr euch entscheidet. Safe Team Slide. Ich werde euch definitiv weiter auf den Laufenden halten, sobald ich ein paar upcoming News für euch habe. Vergesst an der Stelle auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von den ganzen Adidas Yeezy Spektakel haltet. Und vergesst auch nicht, hier ein weiteres Video von mir abzuchecken. Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Stay tuned, bleibt on fleek, passt auf euch auf, haut rein, euer Baschkicks. Peace.